Hi Chicas, ich hoffe euch geht's gut. Heute gibt es von mir ein Fashion Haul, denn ich war online unterwegs bei H&M, denn wir haben Sale. Und dann habe ich mir auch so Puma-Schuhe gekauft, die möchte ich euch auch zeigen, die sind auch total süß. Und ich würde sagen, los geht's. Und ich muss was sagen, weil ich sehe gerade hier in der Kamera, dass mein Lip Liner so dunkel aussieht. Und hier drinnen sieht es übertrieben hell aus. Das liegt daran, dass ich diesen Lippenstift schon seit heute Morgen trage. Und hier in der Mitte ist das so ein bisschen verschwunden. Und hier außenrum, der Lip Liner, der geht einfach nicht weg. Das ist einer von Catrice und ich habe den hier gestern bei Snapchat auch geswatcht. Gebt euch das mal gestern. Und ich habe heute geschrubbt und geschrubbt. Und der hält immer noch. Und genauso verhält sich das eben auf der Lippe auch. Und dann sieht es hier schon so ein bisschen oldschool aus. Also wollte ich nur Bescheid gesagt haben. So, dann zeige ich euch erstmal die Puma-Schuhe. So sehen die aus. Ich finde die total süß, weil die einfach so außergewöhnlich sind irgendwie, aber zugleich sportlich und trotzdem irgendwie voll chic. Die haben hier voll die schöne Schleife. Das ist aus Seide, also irgendwie total außergewöhnlich. Habe ich bei Sneaker noch nie gesehen. Die gibt es auch in rosa und in weiß. Und ich glaube, ich werde mir noch die weißen holen für Sommer und so. Ja, ich finde die echt süß. Die sehen total schön aus angezogen. Die sind schon so ein bisschen locker. Also die sind nicht so eng am Fuß. Ich wünschte, ich hätte eine Nummer kleiner bestellt. Nur das ist immer bei mir so ein bisschen schwierig, weil der eine Fuß ist ein bisschen größer als der andere. Die heißen Puma Bosket Heart Patent Black. Genau. Ich habe die über Amazon gekauft. Ich kann sie euch gerne in der Infobox verlinken. Die gibt es aber momentan überall. Also ja, dann geht es weiter mit H&M. Da habe ich mir drei Paar Schuhe gekauft. Also wie gesagt, es war Sale. Die Sachen waren reduziert und Mayra hat zugeschlagen. Ich habe mir einmal Overknees gekauft. So schauen die aus. Aus Velurleder, schwarz, ganz simpel und schlicht. Viereckigen Absatz, ist ja momentan total im Trend. Hier vorne auch etwas abgerundet. Und das sind nicht ganz normale Overknees. Ja, also die gehen nicht über dem Knie, sondern direkt auf das Knie. Das sind auch nicht irgendwie normale Overknees, die man so kennt, ne, die über das Knie gehen, sondern die hören genau da in der Mitte vom Knie eben auf. Und ja, ich finde die total schön. Die sind auch schön eng. Und wie gesagt, die waren im Sale. Und deswegen muss ich die mitnehmen. Dann habe ich mir Boots gekauft, auch wieder in Velurleder. Das gefällt mir irgendwie total gut. Der Absatz ist auch so aus Holz, viereckig, auch nicht zu hoch. Das sind vielleicht circa 3 cm, also perfekt für den Alltag. Dann habt ihr hier diese Details, also mit dem Verschluss hier in Silber. Und die sind auch abgerundet und ich finde die einfach total schön. Das kann man echt zu allem kombinieren. Dann habe ich mir noch Ankle Boots bestellt. Ganz schlicht, in schwarz, auch wieder einen viereckigen Absatz. Ich finde die übertrieben bequem und die gab es auch in so einem Kamelton. Aber ich habe mich für schwarz entschieden, weil das einfach klassisch ist und passt zu allem. Sind vorne auch abgerundet und ich finde die echt schön. So, ich habe mir diesen Pullover hier bestellt. Das ist so ein Oversize-Pullover. Der ist vorne etwas kürzer geschnitten und hinten ein bisschen länger. Schaut mal. Er ist so weich, also es ist wirklich super angenehm, den zu tragen. Ich hatte den schon zweimal an. Er hat ja auch so einen hohen Rollkragen, den könnte man theoretisch dann hier auch so umdrehen oder eben halt so lassen. Dann fällt das ein bisschen lockerer von der Farbe her. Es ist so ein hellgrau, also zwischen beige und hellgrau. Ich liebe momentan so Oversize-Pullover. Kann man sehr gut mit einem Rock tragen oder einfach mit so einer schönen Lederleggings oder sowas. Dann habe ich mir noch einen Oversize-Pullover bestellt in M, weil das so richtig schön lang ist. Also das geht so quasi über den Bobbes. Das kann man einfach sehr gut mit einer schwarzen Lederleggings oder so kombinieren. Der hat diesen Turtleneck, ist ja sowieso total im Trend. Geht bei mir momentan gar nicht ohne. Ich finde das so schön, weil das so eng anliegt am Hals. Das ist in so einem Khaki-Ton und ihr wisst ja, ich liebe Khaki, habe ich heute auch an. Also ja, das ist so meine Farbe, mag ich total gerne. Ansonsten auch von der Qualität richtig schön. Und sehr zu empfehlen, hat gekostet 17 Euro. Und hier an den Seiten sind nochmal so Einschnitte. Und ja, der gefällt mir auch super gut.
So, und es geht weiter. Ich habe mir so ein On-Shoulder-Pullover gekauft. Finde ich so schön. Ich mag das total, wenn man so die Schultern sieht. Das sieht einfach richtig cool aus. Man könnte das theoretisch so tragen oder einfach so quer. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Auch dieses hier habe ich mir in M bestellt. Das fällt dadurch auch mehr so Oversize-mäßig, so ein bisschen lockerer. Ich meine, es war von 29 Euro auf 10 Euro oder so. Also ich verlinke euch das alles einfach in der Infobox. So gelangt ihr direkt zur Kleidung, dann könnt ihr auch die Preise sehen. Ich meine, es gibt den auch in Weiß, aber mir hat er einfach in Schwarz gut gefallen und deswegen habe ich mir den hier bestellt. So, dann habe ich mir diesen Pullover hier bestellt und der ist auch so Turtleneck, also sehr eng anliegend am Hals, aber eben nicht so hoch. Und es glitzert so in Gold. Das hat mir echt gut gefallen. Hatte ich auch schon an. Und er hat hier auch einen Reißverschluss an der Seite. Und ja, gefällt mir richtig gut. Ich meine, diesen hier gibt es auch in verschiedenen Farben. Und der war auch im Sale von 20 auf 13 Euro, meine ich, ja. Also ihr merkt schon, es sind viele Pullover dabei, es ist alles noch sehr winterlich, herbstlich. Aber ich finde, wenn es jetzt bald mal ein bisschen schöner wird und nicht so kalt, wo wir vielleicht keine Jacken mehr tragen, dann kann man einfach so einen Pulli noch tragen und ja, man erfriert nicht quasi. Man muss dann keine Jacke drüber anziehen, wisst ihr, was ich meine? Und deswegen habe ich mir noch diesen hier bestellt. Der ist auch Turtleneck, also es sieht einfach toll aus. Ich liebe das momentan total. Die Farbe ist auch richtig schön. Das ist auch wieder so ein Beige-Ton und das ist richtig schön lang geschnitten. Auch das werde ich vermutlich mit einer schönen Lederleggings oder sowas kombinieren. Und hier an den Seiten sind auch wieder so Einschnitte. Das gefällt mir auch total gut. Dieser hier war 17 Euro, meine ich, ja. Dann habe ich mir einen Rollkragenpullover bestellt in Schwarz, ganz schlicht. In diesem Strukturmuster, also hier sind diese Streifen von der Struktur her. Und das sieht total schön aus, weil hier an den Ärmeln haben wir so Einschnitte. Und das gefällt mir so gut. Ich habe auch heute so einen an. Ich finde das irgendwie total klasse. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hier ist auch richtig schön lang geschnitten. Also vorne kürzer, hinten ein bisschen länger. Hier an den Seiten habt ihr auch wieder so einen Einschnitt. Und ja, das gefällt mir super gut und ich denke auch, das werde ich mit einer schönen Leggings oder sowas kombinieren. Richtig coole Boots drauf und dann ist man ready. So, dann habe ich mir einen Tellerrock bestellt. Also der ist hier in der Taille richtig schön eng geschnitten. Hier hinten ist auch noch ein Reißverschluss. Auch dieser hier hat diesen Strukturmuster, also das ist so gestreift, schwarz. Und das ist in dieser Tellerrock-Form, also oben wie gesagt schön eng und dann wird es ein bisschen breiter und welliger. Gefällt mir sehr, sehr gut. Darauf kann man auch zum Beispiel so ein Oversize-Pullover anziehen, eine schöne dicke Strumpfhose, Boots und dann eben den Rock. Ich mag die Kombi sehr, sehr gerne, weil das ist eben sehr girly-like, so casual, aber trotzdem auch so ein bisschen schick. Und ja, und der hat 20 Euro gekostet. Dann habe ich mir noch einen Jumpsuit bestellt, der etwas feiner ist, ein bisschen schicker. Der ist schwarz und hat ja so goldene Glitzerpartikeln. Ich finde das super edel, also es ist hier vorne richtig schön schlicht, ohne Ausschnitt. Die Ärmel sind lang und ja, das Coole an diesem Jumpsuit ist, von hinten ist es überkreuzt. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Und hier hinten sieht man quasi dann ja meinen Rücken und ich finde, das sieht echt so schön aus angezogen. Und ja, es ist richtig schön lang, wie gesagt. Das würde ich dann mit schönen schwarzen Pumps einfach anziehen. Es ist auch irgendwie total gemütlich. Es ist stretchy, aber super, super elegant. Also das sieht so schön aus angezogen. Und schaut mal bitte, wie das glänzt. Also richtig toll. Ich habe es gesehen und ich war direkt verliebt und musste das mitnehmen, weil das war auch wirklich super teuer gewesen. Und dann haben sie es reduziert auf nur, ich glaube, 29 Euro. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich musste es einfach bestellen. Ich habe mir bei H&M eine richtig coole Bikerjacke geholt aus einer Velurlederoptik. Also die ist so, so schön, aber die ist leider noch nicht angekommen. Deswegen kann ich die euch heute in diesem Video leider nicht zeigen. Auch die war reduziert von, weiß ich nicht, 60 auf 29 Euro.
und deswegen musste ich die mir bestellen. Die sah echt sehr, sehr schön aus. Aber ihr werdet die bestimmt vielleicht mal bei Snapchat sehen oder bei Instagram. Da könnt ihr mir auch gerne folgen, wenn ihr das noch nicht tut. Ansonsten werdet ihr die Kleidung mit Sicherheit auch mal auf einem Instagram-Bild oder sowas sehen. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Wie gesagt, die Sachen sind alle aktuell. Die sind vor 3 Tagen bei mir angekommen. Also es ist alles noch da und ihr könnt das nachkaufen sozusagen. Und ja, also ich würde sagen, wir sehen uns zu meinem nächsten Video wieder. Ciao!